Das Herzstück herkömmlicher Solarzellen sind zwei spezielle Halbleiterschichten. Eine sogenannte N-Schicht und eine P-Schicht. In der N-Schicht sind die Atome so angeordnet, dass einige Elektronen quasi zu viel sind und sich daher relativ frei bewegen können. In der P-Schicht ist die Anordnung dagegen so, dass an einigen Stellen Elektronen fehlen. Man spricht vereinfacht von einem Loch. In so ein Loch kann aus der Nachbarschaft ein Elektron hineinrutschen. Auf diese Weise können sich dann die Löcher bewegen. Bringt man eine N-Schicht und eine P-Schicht zusammen, wandern freie Elektronen der N-Schicht in die Löcher der P-Schicht. Es entsteht eine spezielle Grenzschicht, die letztlich eine elektrische Spannung in dem Material erzeugt. Wenn in diese Grenzschicht Sonnenlicht fällt, wird die Energie des Lichtes dazu verwendet, ein Elektron von seinem Atom zu trennen. Es entsteht ein zusätzliches, freies Elektron und ein dazugehöriges Loch. Beide wandern entlang der elektrischen Spannung durch die Grenzschicht zum jeweiligen Pol. Am Pol werden die Elektronen über eine spezielle Kontaktschicht abgeleitet. Sie fließen dann durch einen Leiter und erzeugen elektrischen Strom.